Hallo zusammen, willkommen zurück. So, vor uns liegt jetzt noch eine Frage, die wir beim letzten Mal nicht angesprochen haben. Bisher haben wir über die Anatta-Lehre nur gehört, wie sie zu verstehen ist, dass es kein Selbst gibt, dass wir in Wirklichkeit kein Selbst haben, sondern dass wir nur eine Ansammlung aus verschiedenen Khandhas sind. Nun, jetzt ist aber die Frage, wie ist das eigentlich philosophisch zu verstehen? Was für eine Theorie steht da eigentlich dahinter? Also, ich würde sagen, und da bin ich nicht ganz der Einzige, der das sagt, sondern es ist eine Interpretation, die auch von vielen anderen westlichen Deutern der buddhistischen Philosophie gegeben wird. Ich würde sagen, der Buddhismus vertritt eine Prozesstheorie des Selbstes. Der Buddhismus lehrt eine Prozessontologie. Im Gegensatz zu einer Substanzontologie, wie sie in der westlichen Philosophie sehr stark verbreitet ist, zumindest in der westlichen Philosophie bis so ungefähr zum 20. Jahrhundert. Also schauen Sie sich Aristoteles an, schauen Sie sich Descartes oder Kant an, alle die operieren mit dem Begriff der Substanz als einer fundamentalen Kategorie in der Metaphysik. Die haben zwar unterschiedliche Auffassungen davon und der Begriff spielt ganz unterschiedliche Rollen, aber eine sehr, sehr grobe Gemeinsamkeit ist, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass die Realität mit Hilfe dieses Begriffs der Substanz sinnvoll beschrieben werden kann. Nun, der Buddhismus denkt anders. Der Buddhismus vertritt eine Substanzontologie. Eine Ontologie, Sie wissen, Ontologie heißt die Lehre vom Sein. Eine Ontologie ist einfach nur diejenige Theorie oder Wissenschaft, die Ihnen Antwort gibt auf die Frage, was gibt es eigentlich? Also was gibt es eigentlich für Dinge in der Realität? Woraus besteht die Realität? So. Und eine Substanzontologie, jetzt ganz grob mal vereinfacht und allgemein gesagt, eine Substanzontologie behauptet, die Realität besteht im Wesentlichen aus Substanzen und alles, was es sonst noch so in der Realität gibt, ist auf diesen Substanzen aufgebaut. Eine Substanz, was ist das? Nun ja, Substanzen sind zunächst mal etwas Einfaches. Das heißt, Substanzen haben keine Teile. Man kann sie nicht noch weiter auseinanderdividieren oder in einzelne Bestandteile zerlegen. Sie sind nicht weiter unterteilbar. Sie sind sozusagen sowas wie metaphysische Atome. Substanzen sind weiterhin auch ontologisch distinkt. Das heißt, sie haben klare Grenzen. Sie sind klar voneinander unterscheidbar. Also man kann sagen, hier ist die eine Substanz, da ist die andere Substanz und es gibt keine Gefahr, dass die beiden sich miteinander vermischen oder so etwas. Ontologisch distinkt. Außerdem, Substanzen sind beharrlich. Das heißt, eine Substanz bleibt numerisch identisch, sie bleibt dieselbe, sie bleibt identisch mit sich selbst im Lauf der Zeit. Und, last not least, Substanzen sind Träger von Eigenschaften. Diese Eigenschaften werden dann in dem Zusammenhang gerne mal Akzidenzien genannt. Das heißt, die Substanz bleibt unverändert. Es sind immer nur die Eigenschaften oder Akzidenzien, die an dieser Substanz anhaften, die sich ändern. Eine Veränderung bedeutet, dass die Akzidenzien der Substanz sich ändern. Die Substanz selbst bleibt in der Veränderung standhaft. Jetzt im Gegensatz dazu, was ist ein Prozess? Ein Prozess ist kein Ding. Ein Prozess ist vielmehr ein Ereignis oder etwas präziser gesagt, ein Prozess ist eine Sequenz, eine Folge, Verkettung von Ereignissen. Eine Prozessontologie sieht eben nicht die Dinge oder die Substanzen oder sowas als die fundamentale Kategorie des Daseins an, sondern die Ereignisse. Alles, was existiert, basiert auf Ereignissen. Alles, was existiert, existiert nur insofern, als es in Ereignisse verstrickt ist. Also es ist nicht so, dass wir zuerst die Dinge hätten und dann kommen die Ereignisse dazu, die mit diesen Dingen so passieren, sondern zuerst mal gibt es die Ereignisse und Dinge gibt es nur insofern, als sie Bestandteil von irgendwelchen Ereignissen sind. Ein wunderschönes Beispiel für einen Prozess, an dem Sie sich das alles gut klar machen können, ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel ist ein Prozess. Das Spiel hat keine Substanz, also es gibt nicht irgendetwas, was den Wesenskern dieses Spiels ausmachen würde, sondern das Spiel ist ganz einfach nur eine Reihe von verschiedensten Ereignissen, die miteinander kontinuierlich verknüpft sind. Also da gibt es dann den Anpfiff, da gibt es die Ecke in der 10. Minute, da gibt es den Freistoß kurz nach der Halbzeit, da gibt es das Tor in der 84. Minute und so weiter und so fort. Alle diese Ereignisse zusammengenommen sind der Prozess des Fußballspiels. Jenseits davon gibt es nicht ein Ding, das man das Fußballspiel nennen könnte. Die Dinge,
die da vorkommen. Die Spieler, das Tor, der Schiedsrichter, die Eckfahne und so weiter. Und die Dinge, die mit ihnen passieren, der Freistoß, der Elfmeter, die Ecke und so weiter und so fort. Alles das zusammen, dieser Prozess, in den all diese Dinge verwickelt sind, das ist das Fußballspiel. Darüber hinaus gibt es kein Fußballspiel mehr. Der Fluss dieser Ereignisse, das ist das Fußballspiel. Ereignisse sind außerdem nicht klar begrenzt im Gegensatz zu Substanzen. Das heißt, sie gehen ineinander über. Es ist nicht so ganz klar, wo ein Prozess anfängt und wo ein Prozess aufhört. Sie können im Prinzip jede Kette von Ereignissen immer weiter zurückverfolgen in die Vergangenheit bis zum Urknall oder vielleicht sogar noch darüber hinaus, je nachdem, was für eine Theorie des Universums Sie vertreten. Und Sie können jede Ereigniskette, die beim Urknall anfängt, fortsetzen bis in eine unendliche Zukunft. Wo Sie jetzt da die Einschnitte setzen und sagen, hier fängt dieser Prozess an und da hört dieser Prozess auf, das ist im Prinzip willkürlich. Nehmen Sie als ein anderes gutes Beispiel, an dem man sich das mit den Prozessen verdeutlichen kann, das Wetter. Gestern gab es Wetter, heute gibt es Wetter, morgen wird es auch Wetter geben. Das heißt, wir haben drei verschiedene Prozesse. Das Wetter von gestern, das Wetter von heute, das Wetter von morgen. Oder doch nicht? Eigentlich ist es ja nur ein Prozess. Also wo Sie den Schnitt machen zwischen gestern und heute und morgen, das ist irgendwie willkürlich, denn das Wetter hört ja nicht an einer Stelle plötzlich auf und dann fängt ein neues Wetter an, sondern es ist ein kontinuierlicher, fortlaufender Prozess, der nicht unterbrochen wird. Die Einschnitte sind unsere Zuschreibung, aber sie sind in diesem Prozess selbst nicht drin. Beim Fußballspiel ist das übrigens genauso. Also klar könnte man sagen, das Fußballspiel beginnt mit dem Anpfiff und es endet mit dem Abpfiff, aber in der Praxis sieht es dann oft so aus, dass man auch noch Sachen, die außerhalb des Spiels passieren, zum Spiel hinzunehmen kann. Denken Sie mal an das berühmte Viertelfinale in der WM 2006 in Deutschland, Deutschland gegen Argentinien. Ich weiß nicht, ob Sie da schon dabei waren, aber vielleicht, wenn Sie dabei waren, erinnern Sie sich, dass das mit einem dramatischen Elfmeterschießen endete, dass dann Deutschland letzten Endes gewonnen hat. Und nach diesem Elfmeterschießen gab es so eine Rangelei auf dem Platz zwischen den Deutschen und den Argentiniern. Und in dieser Rangelei scheint es sowas wie Handgreiflichkeiten gegeben zu haben. Da tauchten dann später so Fotos auf, die zeigen, wie Thorsten Frings angeblich einen argentinischen Spieler getreten hat. In der Folge wurde dann nachträglich, schon lange nachdem das Spiel vorbei war, eine rote Karte gegen Thorsten Frings erteilt. Der war im Halbfinale gegen Italien dann gesperrt, das bekanntlicherweise dann 0-2 ausgegangen ist. Natürlich nur deswegen. Aber Sie können daran sehen, der Prozess des Fußballspiels endet nicht unbedingt mit dem Abpfiff. Wann das Fußballspiel zu Ende ist, ist eine Frage, die wir durch unsere Zuschreibung entscheiden. Eigentlich ist das alles ein fortlaufender Prozess. So, das heißt, Prozesse haben keine Identität in dem Sinne, so wie das Substanzen haben, sondern Prozesse haben nur Kontinuität. Prozesse sind dieselben, wenn es eine kontinuierliche Folge von Ereignissen gibt. Und im Gegensatz zu der Substanz-Akzidenz-Unterteilung können wir bei Prozessen nicht einfach zwischen einem Ding und seinen Eigenschaften unterscheiden. Wir würden nicht sagen, es gibt ein bestimmtes Ding, zum Beispiel den Apfel oder was weiß ich, der eine bestimmte Eigenschaft hat, nämlich rot zu sein oder so etwas, sondern es gibt nur einen Prozess und dieser Prozess hat einen Apfelaspekt und einen Rotaspekt. Das klingt ein bisschen komisch und man muss sich ein bisschen an diese Sichtweise gewöhnen, aber so ganz abwegig ist das nicht. Der Buddhismus sagt uns dann auch, genau das Gleiche gilt für das Selbst. Wir sollten nicht sagen, ich bin traurig, so als gäbe es da ein Selbst und das hat die Eigenschaft, traurig zu sein, sondern wir sollten sagen, Traurigkeit passiert. Die Identifikation mit Gefühlen ist eine bestimmte Form von Anhaftung an das Selbst, weil hinter dieser Identifikation mit Gefühlen, wenn ich sage, ich bin traurig, die Illusion steckt, es gäbe so etwas wie ein Selbst oder ein Ich, dem diese Gefühle zukommen oder auch nicht zukommen können. Okay, also, für den Buddhismus besteht die Welt nicht aus Dingen, sondern die Welt besteht aus Prozessen. Alle Dinge existieren nur, insoweit sie Bestandteil eines Prozesses sind. Diese kleinsten Bausteine der Realität, die, aus denen die Prozesse zusammengesetzt sind, die nennt man im Buddhismus die Dhammas oder Dharmas dann auf Sanskrit. Die Dhammas, das sind die kleinsten Bausteine der Realität, es sind sozusagen die ontologischen Atome, aus denen die Realität zusammengesetzt ist. Nur sind sie eben nicht wie
die Atome in der Physik, als materielle Dinge zu verstehen, sondern als eine Art kleinste Ereigniskategorie. Die Khandas beispielsweise, von denen wir eben gesprochen haben im vorherigen Video, das sind auch Dhammas oder Gruppen von Dhammas, sollte man vielleicht eher sagen. Alle Dinge sind Prozesse. Sie sind also fortlaufende, kontinuierliche Verwirbelungen von Dhammas. Und diese Verwirbelungen sind kausal miteinander verknüpft. Alles Dasein ist ein niemals abreißender Prozess der immer weiteren Vermischung und Umwälzung dieser Dhammas. So, das ist jetzt also das metaphysische Bild, das hinter dieser Idee, es gibt kein Selbst, steht. Aber wie kommt es denn dann, dass wir diese Illusion eines Selbstes uns bilden? Nun, da ist es ganz instruktiv, sich mal ein Beispiel anzuschauen. Sehen Sie sich mal das hier an. Was Sie hier sehen, das ist etwas, was eigentlich mit Buddhismus so nichts zu tun hat, sondern das ist die Simulation, wie sich ein Galaxienhaufen im Laufe der Jahrmillionen verändert. Sie sehen hier ja, so einzelne Teile, die da so rumflitzen, sich durch den Raum bewegen und die sich irgendwann immer weiter zusammenballen, sodass es aussieht, als würde da irgendwie ein Kern von etwas entstehen, dass es in dieser permanenten Veränderung so etwas wie ein Zentrum gibt. Bei diesem Galaxienhaufen gibt es eine Kraft, die dafür sorgt, dass die Dinge zusammenkommen. Diese Kraft ist natürlich die Gravitation. Die Gravitation saugt die Dinge so zusammen und sorgt dafür, dass die Illusion eines Zentrums entsteht. Beim Selbst ist es nicht anders. Auch hier gibt es eine Kraft, die etwas zusammenhält. Nur ist diese Kraft eben nicht die Gravitation, sondern diese Kraft ist der Durst, das Anhaften. Das Anhaften hält die Khandas zusammen und erzeugt so die Illusion eines Selbstes. Was wir wahrnehmen, bewerten wir immer. Wir bewerten es als gut oder schlecht, wir bewerten es als das, das ich will oder das ich nicht will. Und dieses ich will oder ich will nicht, das hält alles zusammen. Das erzeugt ein Ich, das irgendetwas will. Ich will erzeugt ich. Die Befreiung vom Durst geht also nur dann, wenn wir auch eine Befreiung von der Illusion des Ichs erreichen. Machen wir uns frei von der Illusion des Ichs, dann verschwindet auch der Durst. Soweit, so gut. Jetzt aber noch die Frage, warum glaubt der Buddha eigentlich, dass es kein Selbst gibt? Das ist ja eine ganz nette Theorie, aber hat er auch irgendwelche Gründe, die dafür sprechen, dass wir ihm diese Theorie abkaufen sollten? Ja, hat er. Und zwar kann man insgesamt zwei Argumente rauskristallisieren. Also zwei Hauptargumente, die der Buddha für die Anatta-Lehre präsentiert. Das erste ist ein empiristisches Argument. Dieses Argument hat in etwa folgende Form. Wenn es ein Selbst gäbe, dann müsste es nachweisbar sein. Also es müsste sich irgendwie in unserer Erfahrung zeigen. Aber es lässt sich nicht zeigen, also gibt es kein Selbst. Eine typische Form, wie dieses Argument in den buddhistischen Suttas aussehen könnte, finden Sie in Ihren Materialien. Schauen wir mal ganz kurz da rein. Der Buddha sagt da im Gespräch mit den Mönchen, aber der gebildete edle Anhänger, o Mönche, die edlen gewahrend, der edlen Lehre kundig, in der edlen Lehre ausgebildet, gute Menschen gewahrend, der Lehre guter Menschen kundig, in der Lehre guter Menschen ausgebildet, betrachtet den Körper. Das ist nicht mein. Der bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbst. Und in der gleichen Form analysiert dann der Buddha auch noch die vier anderen Khandas und kommt bei jedem zu dem Schluss, das ist nicht mein Selbst. Das heißt, wir betrachten jedes einzelne Element. Wir betrachten jeden einzelnen Kandidaten dafür, was denn das Selbst sein könnte und stellen fest, nee, das ist nicht das Selbst. Das heißt, in unserer Erfahrung finden wir nichts, was das Selbst sein könnte. Niemand oder nichts in unserer Erfahrung kann berechtigterweise Anspruch darauf erheben, das Selbst zu sein. Und warum nicht? Nun, da kommt das zweite Argument ins Spiel, nämlich das pragmatische Argument. Wenn es etwas gäbe, was ein Selbst ist, dann müsste sich dieses Selbst in der Praxis bewähren. Also nur etwas, das sich in der Praxis als Selbst bewährt, könnte auch Anspruch darauf erheben, ein Selbst zu sein, sagt der Buddha. Und wie bewährt es sich in der Praxis? Nun, indem es uns vom Leiden frei macht. Also wenn das Selbst existiert, wenn es unbedingt wäre, wenn es nicht vergänglich wäre, dann wäre es auch nicht leidvoll. Aber, so sagt der Buddha, wir finden so etwas nicht. Schauen wir noch einmal ganz kurz in ein Gespräch rein, das der Buddha führt.
indem er genau diesen Punkt analysiert. Er sagt nämlich hier: Was meint ihr, o Mönche? Ist der Körper unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist dies Leid oder Glück? Leid, o Herr. Was aber vergänglich, leidvoll, veränderlich ist, ist das wohl rechtens zu betrachten? Das ist mein, der bin ich, das ist mein Selbst? Nein, das ist nicht so, o Herr. Also, wir betrachten den Körper und dann im Weiteren natürlich auch die ganzen anderen Kandas, stellen fest, ist der Körper vergänglich? Ja, er ist vergänglich. Ist das Vergängliche leidvoll? Ja, es ist leidvoll. Also kann es nicht das Selbst sein. Wenn es ein Selbst gäbe, dann müsste dieses Selbst beständig und frei von Leiden sein. Aber das gibt es nicht. Nichts kann Anspruch darauf erheben, das Selbst zu sein. Nichts in unserer Erfahrung, unserer Wahrnehmung hält dieser Prüfung stand. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, aber das ist doch in der alltäglichen Erfahrung einfach nicht nachzuweisen. Wir erleben uns doch als wir selbst. Das ist richtig. Das würde der Buddha nicht bestreiten. Der Buddha würde sagen, dass dieser alltägliche Begriff von Ich und von Selbst durchaus einen Sinn hat. Nur das, worauf er sich bezieht, ist eben nicht das, wovon wir glauben, dass er sich darauf bezieht. Wir glauben, das Wort Ich würde sich auf ein Selbst beziehen. Der Buddha sagt, nein, es bezieht sich auf diese Anhäufung von Khandhas. Unsere Erfahrung gaukelt uns etwas vor, was in Wirklichkeit nicht da ist. Die Realität ist in Wirklichkeit ganz anders, als es unseren naiven, natürlichen Vorstellungen nahelegen. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Also die moderne Physik oder die Quantentheorie beispielsweise würde uns ja auch lehren, dass die Realität eigentlich ganz anders ist, als wir es uns so vorstellen. Eigentlich gibt es gar keine feste Materie, sondern es gibt nur Atome, zwischen denen sehr, sehr, sehr viel leerer Raum ist. Und dieser leere Raum erscheint uns nicht als leer, weil es da so elektrostatische Abstoßungskräfte gibt, die die Illusion von festen Körpern erzeugen. Aber in Wirklichkeit ist das alles ganz anders. Nicht anders würde es der Buddha sehen und uns sagen, ja, es sieht so aus, als hätten wir ein Selbst. Aber wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, nee, in Wirklichkeit ist da nichts. Und jetzt denken Sie vielleicht, na gut, nehmen wir mal an, es wäre so. Was ist denn dann mit meiner Identität? Wie kann ich dieselbe Person bleiben, die ich gestern war? Wie kann ich in 10 Jahren noch die Person sein, die ich jetzt bin? Die Antwort des Buddha lautet, Sie können es nicht. Es gibt keine Identität. Was es gibt, ist nur eine Kontinuität des Prozesses. Sie sind ein Prozess. Dieser Prozess läuft weiter, kontinuierlich. Und spätere Stadien dieses Prozesses sind kontinuierlich mit jetzigen Stadien. Identität, so wie es das in der Substanzontologie geben könnte, kann es hier nicht geben. Und woher kommt diese Kontinuität? Wie kommt Kontinuität zustande? Was ist denn der Klebstoff, der diesen Prozess zusammenhält? Was ist die Kraft, die diesen Prozess immer weiter vorantreibt in die Zukunft? Das ist das Karma. Und darüber müssen wir uns beim nächsten Mal unterhalten.